Okay, F5 will nicht. Er macht es nur auf F6. Dann soll es so sein. Auf jeden Fall können wir schnell speichern. Das ist gut. Ich möchte darüber. Aber wie? Wie zum Geier? Was ist das denn eigentlich? Da Rauch. Hm. High Voltage. Kann man das denn vielleicht hier irgendwo abschalten? Hallo Krabbis! Komm her, du! Komm her! Hm. Irgendwie muss das hier doch erst gehen. Wie könnte man da hinkommen? Wie könnte man... Na, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich genauso, wie ich es mir nicht gedacht hätte. Nämlich hier rum. So, geht etwas schneller. Hey! Ja. Aua! Da kriege ich ja bloß vom Stehen eingeschossen. Das ist unschön hier. Naja, hier werden wir bestimmt wieder das eine oder andere Medipack gleich direkt drin finden. So, zack, zack, zack. Und erstmal wieder auf das Messer wechseln. Ich sehe nichts. Ah, ihr seht zu viel! Oh no, ne? Hehehehe! Los, geh aus! So, durch ohne Stromschläge. So viel zu ohne Stromschläge. Yeah! Wir haben eine Wumme. Wir haben eine Wumme. Können wir das Ding hier vielleicht kaputt hauen? Nein, können wir nicht. Aua! Hm. Verdammt! Ich möchte hier raus. Schau, da war ja der Generator. Und wir haben endlich einen Bum-Bum. Yeah. So, das da möchte ich haben, das da möchte ich haben. Zack, zack. Na, lass da das wohl. Das Ding hat ganz schön Rums. Käfer! Käfer! Hey, und jetzt ist auch das hier aus. Wir können einfach ganz bequem durchgehen. Ist das schön. Funkgerät. Shepard, Sie leben noch. Ja. Hören Sie, uns hat ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Ich wiederhole, wir ziehen uns zurück. Holt mich hier raus! Was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Wiederholen wir uns raus. Na, toll. Danke für die nicht vorhandene Hilfe. So. Na, das ist ja wunderprächtig. Also wirklich alle Kisten hier einsammeln und mitnehmen. Scheint nichts wirklich Wichtiges dabei zu sein. Ja, dann geht's mal durchs Transitsystem. Ja, jetzt machen wir erstmal wieder den da rein, vorsichtshalber. Nicht, dass ich beim Leiter runtersteigen, abschmiere, sterbe und nochmal von vorne anfangen muss. Das wollen wir doch nicht. So, zack, zack. Oh, so. Nein, ich hasse Leitern steigen. Ich hasse das. Ja, ja, Mirror's Edge ist... Ja. Oh, Laserpointer! Nettes Spielzeug. Ja, der Revolver gefällt. So, da komme ich runter. Hello, anybody? Anybody, not somebody. Au, au, au. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch da unten muss oder ob ich... Nach hier muss. Muss ich nach da unten oder muss ich nach hier? Muss ich nach da unten oder muss ich hier? Wo muss ich hin?
Wir nehmen erstmal den Weg hier. Keine Ahnung, wenn ich denn jetzt was Wichtiges verpasst habe, lasst es mich wissen. One shot. Ganz nette. Ach, hier kommen. What? Hörst du nicht mit mir, ne? Was? Wo? Kotz dich aus, mein Freund. Ha, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie lange dieses Spielchen hier geht. Bin ich selber gespannt. Ich hoffe mal, dass es mit Aufmerksamkeit klappt hier auch. Und ich hoffe auch natürlich, dass es euch gefallen wird. Denn es ist ja wieder mal ein Klassiker, dementsprechend ja nicht ganz so viel. Okay. Wieso kommt mir das hier alles so bekannt vor? War ich hier schon mal? Mach toten Mann. So, da geht's nach unten. Ist da was? Bitte. Nein, das ist nichts. Aber da haben wir ja noch was. Upsala. So, das heißt hier entlang. Nehme ich mal ganz stumm und stur an. Qualität. Och nö! Ja. La. Jetzt mal lieber schnell hier hoch. Schnell hier rüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist mein größtes Problem gerade. Nein! Das war natürlich nicht gut. Ich will nicht sterben! Oh mein! Wieso? Wieso ausgerechnet sowas hier? Oh, da muss ich mich erstmal aushusten. Oh meine Güte. Ausgerechnet sowas, was ich ja so richtig gut kann. Jump and Run in 3D-Spiel und das auch noch unter Stress. Ich kann mir nichts Besseres, Schöneres und Tolleres vorstellen hier gerade. Und vor allem fall ich da immer wieder runter irgendwie. Ich bin so... Ich sehe die Kommentare schon wieder. Ich sehe sie schon wieder vor meinem inneren Auge. Ich sehe sie schon wieder. Hey, willst du nicht mit das Edge machen? Es würde mich nicht wundern, wenn mir das sogar besser liegen würde als das hier. Geh hier raus! Ja! Ja! Geh hier raus! Lass mich hier raus! Ja, mach auf! Das gelang doch gerade, als du ihn aufmachen willst! Oh nein, die scheiß Brühe steigt! Ach, da hinten ist das Ding, was aufgeht. Warte. Ich kriege hier kleine Anfälle. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht nach da hinten kleistern muss, sondern es reicht, wenn ich da oben stehe. Wenn ich hier stehe und mich freue. Wenn jetzt dieses Mal da drüben die Tür aufgeht, werde ich aggro. OMG. Uah.
Da stand nichts von dem Schreiben, was ich ausgefüllt habe. So viel dazu. Kommen Sie zum Militär. Schauen Sie sich die Welt an. Es ist spannend und es ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Haha. Ja, die rein. Mach auf! Der G-Man. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über den Nervensäge freuen würde. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Er ist schon weg. Das kann nicht wahr sein. Der ist aber auch wendig wie sonst was, der kleine Lump. Oh. Yeah. Munition. Da ist Bumm. Na komm. Hopp. Naja, egal, rüber sind wir. Okay, da ist er. Noch etwas, wo ich gerne dran wollen. Hallo, Krabby! Wollen würde kommen. In your face! Und wie komme ich da hin? Da müsste ich damit irgendwie rüberfahren. Aber das sieht nicht so aus, als wenn das funktionieren würde. Seien Sie nicht zu gierig, Herr Okami! Sie sind schon schlecht genug im Jump'n'Run! Oh! Hallo? Ah. Aha. So käme ich dann nach dort. Wie komme ich dann von dort nach dort? Du bist leider tot, ne? Was war das? Okay. Ah, da sehen wir doch noch was. Und ich sollte vielleicht mal da hochgehen. Da genau. Bringt mich um. Da sind wir wieder. Ein HP. Ich brauche nicht mehr. Erst mit einem HP laufe ich zur Höchstform auf. Das habe ich ja schon bei Half-Life 1 feststellen dürfen. Wenn ich ein HP habe, bin ich... Genau ein HP habe, bin ich unsterblich. Na, trotzdem nehmen wir natürlich wieder alles hier schon mit. Wir können doch hier keine Arm-HP oder Rüstung oder so weiter und so fort verkommen lassen. So, ja, gucken wir doch mal, ob das irgendwie hinhaut. Gut, da funktioniert anscheinend nichts mit. Das hört sich nur komisch an. Super, hier komme ich nicht hoch. Wie soll das denn funktionieren? Oder müsste ich doch von dort nach dort nach dort? Versuchen wir's. Speichern wir und dann versuchen wir's. So, la 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 la. Hey, so. Try and die. Das Try and die Verfahren. Eine Abwandlung des Try and Error. Ui. Ich springe nicht richtig. Ah, schön. Ach Mist, das Ding muss natürlich auch wieder erstmal in die richtige Position fahren. Ah, meine Güte. So. Jetzt aber. Jetzt wollen wir aber mal, ne? Hopp und hopp. So, und hoppsala. Und rüber da. Also das scheint es nicht das Rätsels Lösung zu sein. Ah, das muss ich jetzt erstmal wegmachen. Das stört mich jedes Mal. So. Wie zum Geier soll das denn hier sonst funktionieren? Da komme ich doch anders gar nicht drauf. Ja, von da nach da komme ich auch in nie im Nimmer. Ich habe keinen Schimmer.
Ja, da hat er keinen Schimmer, der Okami, und weiß nicht, was er tun soll. Ach komm, stehe ich doch nicht so. So. Nein. Das könnte vielleicht funktionieren. Dann versuchen wir es jetzt mal auf die Querfeldmethode. So. Ach, guck einer schon. So funktioniert's. Na, nicht da rein. Hä? Hoppala. Aha, und jetzt müssen wir so. Alles klar. Jetzt wird ein Shooter raus.